Jahr. Bei den amerikanischen Meisterschaften sah das auch danach aus, da hat er nur um eine Hundertstel verloren. Das ist Nobuharu Asahara, der Japaner. Er wird auch der japanische Carl Lewis genannt. Bernard Williams auf der Startbahn Nummer 2 hat Gold mit der 4x100 Meter Staffel gewonnen bei den Weltmeisterschaften. Zuletzt ein richtiger Showman. Kim Collins aus einer, denke ich mal, sehr, sehr guten Position heraus starten, denn er hat neben sich den ganz schnellen Tim Montgomery, den 27-Jährigen. Und das auf Bahn 5 ist dann der Überflieger, der sich noch ein bisschen Zeit nimmt, um seinen Laufanzug in die richtige Form zu bringen. Das ist der Weltrekordhalter, das ist Maurice Greene. Auf der Startbahn 6 Frankie Fredericks, der ewige Zweite aus Namibia. Viermal bei Olympischen Spielen auf der Laufbahn 100 und 200 Meter und viermal bei Weltmeisterschaften mit der Silbermedaille dekoriert. Er will endlich mal Gold im Schrank hängen haben. Francis Obikwelo, seit dem 24. Juni der geborene Nigerianer für Portugal startend. Atto Bolden, er ist der Trainingskollege von Maurice Greene, genauso wie John Drummond, auch er in dieser Trainingsgruppe des Weltmeisters. Und da sieht man mal, auf welch hohem Qualitätsniveau da jeden Tag gegeneinander angetreten wird. Und das ist ja auch eines dieser Rezepte, wie man so lange auf dem allerobersten Niveau sich bewegen kann, indem man eben täglich die Herausforderung hat. Das sind alles Leute, die in diesem Jahr schon an die 10 Sekunden herangelaufen sind oder schon drunter geblieben sind. Montgomery 9,94, Maurice Greene mit 9,97, Fredericks mit 9,94. Also es sollte eigentlich ein schneller Lauf werden. Maurice Greene, der hat zum ersten Mal in diesem Jahr zwei Niederlagen hintereinander einstecken müssen. Das war das erste Mal seit 1998. Für ihn wieder mal was ganz Ungewohntes. Hat deshalb dann auch auf einen Start in Lausanne bei der Atletissima verzichtet. Da gab es ein bisschen ein Raunen, aber er hat gemeint, ich bin einfach nur müde. Ich brauche die kurze Verschnaufpause und dann werdet ihr den richtigen Maurice Greene wieder erleben. Und der ist dann auch aufgetreten in Paris. Und da ist er dann die 9,99 auch gelaufen bei 12 Grad und Regen. Also er ist schon voll mit dabei. Frankie Fredericks, der hier eben die Arme gehoben hat fürs Publikum. Und ich bin mir sicher, wir werden ein sehr, sehr schnelles Rennen hier geboten bekommen. Nochmal die Einzelvorstellung des Steinensprechers, das war Atto Bolden, der schon vier verschiedene Medaillen gewonnen hat bei Olympischen Spielen in den Sprintwettbewerben, aber noch nie Gold. Das geht dem 28-Jährigen noch ein bisschen ab. Und John Drummond, 33 Jahre alt, der bei Wettbewerben nie eine rechte Socke anzieht. Also es sind so die kleinen Spleens der Stars, die natürlich auch ein bisschen Narzissten sind. Dazu gehört ohne Frage ein Showman wie Maurice Greene. Das ist ja in den USA bei den 100 Metern wie beim großen Boxen im Schwergewicht. Das Ballyhoo vor den Starts gehört da zum A und O im Geschäft. Es geht ja hier auch um Werbewert und viele, viele Dollars. Und da ist Maurice Greene momentan sicherlich ganz weit vorne. Die Konzentrationsphase kurz vor dem Start. Da gehen sie nochmal aus den Blöcken raus. Da hat es noch nicht so ganz gepasst. Sie sehen es am Daumen verletzt. Bernard Williams, der zuletzt in Zagreb den 100-Meter-Lauf vor ein paar Tagen gewinnen konnte. Er war in Paris Zweiter, Dritter der amerikanischen Meisterschaften. Fünfter in Oslo. Momentan auf einem sehr hohen Niveau laufend. 24-Jährige. Und mit der Startnummer 101, das ist Maurice Greene. Warum hat er keine goldene Nummer an? Er ist nicht mehr im Checkpoint-Rennen mit dabei, denn er hat verloren gegen Dwayne Chambers. Und das in Oslo gleich zu Beginn. Das war dann doch ein bisschen überraschend, vor allem für ihn selber. Der hat mit vielem gerechnet und damit nicht. Und er war eigentlich von den Veranstaltern verpflichtet für gutes Geld, um sehr, sehr lange in diesem Checkpoint-Rennen ganz vorne mit dabei zu sein. Und da war gleich bei der ersten Station Schluss. So schnell kann es gehen. Der Sprint mit allen Unwägbarkeiten. Heute auch wieder. Großes Fragezeichen. Der Meeting-Rekord steht bei 9,85 Sekunden. Die Bedingungen lassen schnelle Zeiten zu. Es ist warm. Es ist angenehm, nicht drückend schwül. Da könnte was gehen. Und da hebt Maurice Greene nochmal den Arm.
Und erneut der Start abgebrochen, also mit den Sprints, da haben wir es heute nicht ganz so. Wie auch schon im B-Lauf der Männer, einige Verzögerungen. Morris Green hat sich da irgendwie in seiner Konzentration gestört gefühlt. Da sehen wir es noch einmal. Ja, da hat er sich schon leicht rausbewegt aus dem Block und dann hebt er die Hand hoch und zeigt an, nichts geht. Und deshalb das ganze Vorbereitungsprozedere noch einmal von vorne. Vielleicht noch eine Information, wo wir gerade eben schon beim Showcharakter dieser Sportart waren. Ein Wort zum Geld. 15.000 Euro sind hier zu gewinnen für den Sieger. Die 100 Meter, ein sogenannter Premium-Wettbewerb in dieser Golden League-Saison. Also da gibt es noch ein bisschen mehr als bei anderen Disziplinen. 15.000 Euro für den Sieger einer Disziplin. Also wenn Morris Green hier gewinnt, gibt es 15.000 Euro auf jeden Fall mal aufs Konto. Der zweite 12.000, der dritte 8.000 und so weiter geht es dann gestaffelt nach unten. Also es gibt schon eine Menge Geld zu verdienen, wenn man erfolgreich ist in der Golden League-Serie. Jo, und nur für die Erfolgsprämie alleine kommen die auch nicht angeflogen und angereist. Also da gibt es dann auch noch mal Bares quer über den Tisch rüber, bevor es überhaupt ins Flugzeug geht. Also gerade im Sprintgeschäft ist da noch einiges zu verdienen. Sehr spät hochgekommen, Morris Green und erneut Fehlstart. Da kommt die Sirene und da lässt das jetzt erstmal austrudeln, schüttelt ein bisschen den Kopf, also viel Unruhe in diesem Starterfeld der absoluten Weltklasse. Vier der besten fünf sind hier dabei. Es ist natürlich auch eine Frage des Images. Ganz schwer zu sehen, aber die ganz äußere Bahn, John Drummond dürfte es gewesen sein. Der wird hier auch rot angezeigt und deshalb kriegt er mal schön das rote Kärtchen. Eindeutig zu sehen, sein Kopf geht als erstes ganz hinten zu erkennen hoch und damit ist dieser Start erneut abgebrochen. Natürlich nicht förderlich für eine Leistungsexplosion, immer wieder dieses Fokussieren auf den Start, dieses neu sich einstellen, um blitzschnell reagieren zu können. Diese letzten Vorbereitungen, das letzte Dehnen, dann die innere Anspannung zu finden, um aus den Startblöcken heraus explodieren zu können. Das heißt, jetzt erstmal wieder tief in sich hineinsinken und den Punkt der Konzentration finden. Denn wenige Hundertstel machen hier unter Umständen schon den Unterschied aus zwischen Platz 1 oder Platz 5. Ein enger Einlauf wird erwartet, die absolute Weltklasse am Start. Wir sehen es, die Ränge haben sich zwischenzeitlich ganz gut gefüllt. Dieses unglaubliche Stadion, fast 83.000 Zuschauer. Ganz schwer zu schätzen, wie viele heute zu diesem Golden League Meeting gekommen sind. Der nächste Versuch. Morris Green. 27 Jahre derweil alt, der Olympiasieger aus Sydney, dreimal Weltmeister gewesen über diese Distanz. Hat sich 1999 drei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften geholt, 100 Meter, 200 Meter und in der Staffel. Ein hochdekorierter Mann. Und wieder ein Fehlstart. Und jetzt wird es langsam ein bisschen unsäglich. Kaum zu erwarten, dass hier noch richtig was geht. Und diesmal zuckt der Japaner und dann geht auf Startbahn 7. So wie es aussieht, einer hoch. Und das müsste dann Francis Obikwelu gewesen sein. Aber warten wir die offizielle Einblendung ab. Ganz schwer zu erkennen. Arthur Bolden wird hier groß gezeigt. Also er der Übeltäter ganz offensichtlich. Auf den Bahnen 8 und 9. Das Startfieber augenscheinlich am höchsten. Jawohl, Obikwelu und Bolden werden da angegeben. Das ist die elektronische Messung, die dieses genaue Aussortieren natürlich zulässt. Die Reaktionszeit der beiden zu schnell. Und werden beide auch ermahnt. Kurze Zwischeninformation vom Stabhochsprung. Lars Börgeling hat 5,75 überquert und da ist er bislang der Einzige in dieser nun wirklich gut besetzten
Konkurrenz. Zurück zu den 100 Metern der Männer. Arthur Bohlen, der Weltmeister über die 200 Meter Distanz des Jahres 1997, mit 28 auch schon einer der Erfahrenen in diesem Feld. So ein richtiger Jungfisch ist hier eh nicht mit dabei, mit 23 Jahren. Der Jüngste, das ist Francis Obigwelu. Ansonsten alles Läufer, die bei den ganz großen internationalen Wettbewerben schon ihre Meriten eingesammelt haben. Und diesmal der Start geglückt und er ist sehr gut rausgekommen aus dem Blöcken, Morris Green. Aber er wird attackiert. Tim Montgomery neben ihm. Green, Green, Green. Ja, er bleibt vorne. 9,89, was für eine Zeit. Sensationeller Lauf nach diesen vielen Anläufen. 0,9 Meter Windunterstützung, alles regulär. Und damit neue Jahresweltbestleistung durch Morris Green. Er ist also noch der Überflieger. Er hat gesagt nach seinen zwei Niederlagen, Freunde, vertut euch da nicht. Wer mit mir nicht mehr rechnet, der hat jetzt schon verloren und er hat wieder aufgezeigt. Zuletzt in Paris bei unwirtlichen Bedingungen und hier und heute mit neuer Jahresweltbestleistung. Und das nach diesen vielen Startabbrüchen. Da spielt er seine ganze Routine aus, ist der aus den Blöcken rausgefedert. Schön zu sehen, da hat er schon eine Länge Vorsprung auf den ersten Metern. Dann kommt er in den Laufrhythmus rein. Frankie Fredericks hat da überhaupt keine Chance mehr, auch nur heranzukommen. Tim Montgomery ist der Mann, der ihn lange fordern kann, aber der eben dann auch nicht mehr zusetzt. Da halten beide ihr Tempo ab der Hälfte der Distanz und Morris Green setzt sich in diesem Rennen der absoluten Weltklasse mit einer Weltklassezeit durch. Wir sind gleich wieder für Sie zurück in Rom.